Der Zivi hat gesagt, er kann so schnell fahren, dass wir alle kotzen müssen. Okay, das war doch nur Spaß. Gut, jetzt bewegen wir uns ein wenig. Und dann messen wir Ihre Kreislaufwerte. Simon Marquardt, bitte Zimmer 402. Ich glaube, du sollst in Zimmer 402. Sag mal, wisst ihr, was für Tests wir da machen? Deine Tauglichkeit wird untersucht. Eine Untersuchung, keine Tests. Von mir aus. Meinetwegen. Aber kann mir jetzt einer genau sagen, was sie da machen? Die greifen einem in die Eier. Und dann muss man husten, habe ich gehört. Ich habe gehört, die schieben einem da so einen Spreizer in den Po. So. Was machen die? Mann, das mit den Eiern mit dem Husten heißt Leistenbruchtest. Das heißt, die checken, ob du schwere Sachen heben kannst, ohne dass dabei die Eingeweide rausploppen. Was für schwere Sachen? Wow, 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 Moment mal. Der fasst da meine Jungs an? Fuck. Kann ich da nicht Nein sagen? Nein! Jungs, mal ganz ehrlich, von uns wird doch keiner zum Bund. Also, wenn ihr später mal was werden wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall T1 im Lebenslauf stehen haben. Was ist mit dir? Nö. Was soll ich denn da? Aber die geben mir eh nichts anderes als T3. Also, wie kommst du darauf? Na, wegen meinen ganzen Attesten halt. Skoliose, Morbus Scheuermann, Allergien. Ich bin sowas von untauglich. Ach so. Tja. Mit T3 ist man wohl untauglich. T wie was? T wie Terminator. T, also T für tauglich, tauglich 1, tauglich 2 und ab da bist du dann raus. Ausgemustert. Geht überhaupt nicht. Renn ich monatelang durch die Gegend, um jedes Attest aufzutreiben, das man überhaupt nur besorgen kann, dann will er das einfach nicht sehen. Was? Die falsche. So. Jetzt komm, jetzt gehen wir so eine Schweinerei, das gibt's doch alles. Dann wollen wir mal herausfinden, wie man sie einsetzen kann. Haben Sie einen Führerschein? Nein. Können Sie schwimmen? Nein. Bergsteigen. Wandern. Können Sie Radfahren? Negativ. Haben Sie ein Sportabzeichen? Erste-Hilfe-Kurs? PC-Kenntnisse? Irgendwas? Ich fürchte, nein. Und der hatte 30 Atteste dabei, oder was? Ja, circa 30 Atteste, aber... Also wie gesagt, das juckt dir überhaupt nicht. Da brauchst du bessere Argumente. Ausgemustert. Okay, Jungs. Ja, und was ist dein Argument?
Okay, also dein ganzes Zeug hier, ja. Es kann funktionieren, ja. Aber das hier funktioniert ganz sicher. Ich meine, ich habe mir vorher selber so einen eingeschmissen. Also, okay, ein paar Nebenwirkungen, Chemie und so, aber das Ding versaut dir sowas von deiner Blut- und Urinprobe. Die werden denken, du bist ein Volljunkie. Und das soll dann klappen, oder was? Okay, pass auf, ich kenne dich nicht, ja? Aber was meinst du, warum ich mir das eingeschmissen habe? Ich kenne haufenweise Leute, die es genommen haben. Alle ausgemustert. Alle. Für dich 30. Die Unterhose können Sie ja, wie gesagt, anbehalten. So, jetzt bitte mal mit den Händen den Boden berühren, soweit es geht. Hören Sie, mit den Händen bitte auf den Boden, soweit es geht. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, Allah, Doktor! Allah! Bund ist genau das Richtige, da wird gearbeitet und die Kameradschaft eben, ne, das ganze Teamwork, das formt einen doch. Ich meine, wie soll ich denn später mal eine gute Führungskraft werden, wenn ich die andere Seite nicht kenne, ne? Ja, genau, also Teamwork und so, also mit verschiedenen jungen, aufstrebenden Männern auf engstem Raum zusammen zu leben und auch voneinander zu lernen, das ist ein totales Geschenk. Ja, genau. Ausgemustert. Meine Deutschkenntnisse sind schlichtweg unzureichend. Ach ja, einer von euch sollte noch eine Probe abgeben. Bin dann weg. Ciao. Ja. Okay. Der deutsche Staat will meine Pisse. Dann soll er sie haben. Es war meine große Ehre. Ebenso. Ja, schönen guten Tag. Sebastian Großkreuz, freut mich. Und Sie müssen Dr. Kilkowski sein, nehme ich an. Ja, mit was wollen wir anfangen? EKG, Belastungstest. Soll ich mich schon mal in kleinen... Ich glaube, das ist Glückste, ne? Bleiben Sie bitte angezogen. Wir machen erstmal einen Seh- und Hörtest. Schauen Sie mich doch mal an, ich bin kerngesund. Soll ich eine Schreibstube in meinem Lebenslauf stehen haben? Wie sieht das aus?
die Ergebnisse Ihres Hörtests, Herr Großkreuz. Sie hören schlecht. Wie lange machen wir das hier jetzt schon zusammen, Fräulein Birgit? Zweiundzwanzig Jahre. Aber so viele Clowns wie heute hatten wir echt selten. Noch so ein Scherzkeks. Das ist heute nicht nur mein letzter Tag. Wir tun unsere Pflicht! Unsere Pflicht! Und du? Was ist mit dir, Soldat? Tust du deine Pflicht? Ja. Jawohl, Kamerad. Fleischwunde. Und jetzt ziehen Sie bitte Ihre Kleidung aus. Die Unterhose können Sie anbehalten. Fühlen Sie sich nicht gut? Herr Miller. Na, setzen Sie sich mal hier hin. Ich glaube, Ihr Kreislauf ist nicht in Ordnung. Ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen zu Ihrem familiären Hintergrund. Gibt es in Ihrer Familie Fälle von Geisteskrankheit? Waren Sie schon mal bei einem Psychologen? Ich stelle das mal kurz hin. Wir machen jetzt einen Leistenbruchtest. Bitte mal die Unterhose runterziehen und kurz husten, wenn ich es sage. Erst dann. Und bitte nicht in meine Richtung. Jetzt bitte husten. Get low, motherfucker. Get bad, motherfucker.
Na gut, dann mache ich das selbst. Ist die Urinprobe schon durch? Ja, die ist da. Prost, Kameraden! Prost! Junger Freund, ich weiß nicht, was Sie da gerade machen. Und ehrlich gesagt ist es mir auch scheißegal, was ihr heute alle für ein Problem habt. Wir kürzen das jetzt hier ab. Fräulein Birgit, die Unterlagen. T2. Wegen leichtem Schielen. Eine Wirbelsäulenfehlstellung. Und trockener Haut. Get low, motherfucker. Get high, motherfucker. Get low, motherfucker.